Letzte Ehre für den Anführer der samtenden Revolution. Staatsgäste aus aller Welt sind nach Prag gereist zur Trauerfeier für Václav Havel. Der frühere tschechische Präsident war im Alter von 75 Jahren nach langer Krankheit gestorben. US-Außenministerin Hillary Clinton ist mit Ehemann Bill in die tschechische Hauptstadt gekommen. Deutschland wird von Bundespräsident Christian Wulff vertreten. An der Trauerfeier nimmt auch Frankreichs Staatschef Nicolas Sarkozy teil, ebenso der britische Regierungschef David Cameron. An der Prager Burg versammeln sich zahlreiche Menschen, um die Zeremonie auf Leinwänden zu verfolgen. Havel war der Anführer der sogenannten Samtenen Revolution vom November 1989, die der jahrzehntelangen kommunistischen Herrschaft in der Tschechoslowakei ein unblutiges Ende setzte. Praktisch über Nacht wurde Havel damals zum Volkshelden und verkörperte bis zuletzt eine unangefochtene moralische Autorität. In der Totenmesse würdigt der Prager Erzbischof Dominik Duka Havels Verdienste um die friedliche Revolution. Der Leichnam des früheren Präsidenten soll nun eingeäschert und nach Weihnachten in der Prager Familiengruft beigesetzt werden.